Aus der Historie heraus gab es ja nur ein Top-Down, also ein großes Kraftwerk, was über die Hochspannungsebene die Energie verteilt hat in die Niederspannungsnetze hinein. Und das war immer nur eine Richtung und jeder hat nur verbraucht. Und das konnte man relativ gut abschätzen, auch ohne genau zu messen, was da passiert. Aber das alles ist Vergangenheit. Jetzt passiert viel, viel mehr in den Verteilnetzen. Es gibt sehr viele Prozesse, die auf uns zukommen durch Umbaumaßnahmen, durch technologische Erweiterungen oder auch durch das veränderte Verhalten von Kunden. Wenn Wärmepumpen dazukommen, Photovoltaikanlagen aufs Dach kommen oder auch Ladesäulen in die Tiefgaragen oder vor die Haustür kommen, bedeutet das immer für uns einen planerischen Aufwand. Wir müssen schauen, ob die Anlagen vor Ort geeignet sind, ausgebaut werden müssen. Wir müssen Anschlussanfragen bearbeiten. Und für alle diese Vorgänge benötigen wir Informationen. Die Ortsnetzstationen, die wir betreiben, das sind in der Zahl über 1000. Davon wollen wir einen Großteil digitalisieren, denn es ist jede Station anders. Es gibt keine große Überschneidung, dass man sagen kann, wir messen nur eine und können das auf andere hochrechnen. Je mehr wir über die Netze wirklich wissen, desto besser sind die Entscheidungen, die wir daraus ableiten. Das heißt, die digitalen Stationen helfen uns im Vorfeld, mehr darüber zu wissen, was wirklich genau vor Ort los ist. Es hilft uns aber auch im Nachhinein. Wir können dann überprüfen, ob die Entscheidungen, die wir getroffen haben, in Ordnung waren, ob wir zu viel oder zu wenig Kapazitäten vorgesehen haben. Und so können wir auch mehr darüber lernen, was wir tun und auch unsere Entscheidungen im Nachhinein verbessern. Und das System ist so flexibel, dass wir alle Daten vor Ort erfassen. Und die helfen uns dann für sämtliche Prozesse, egal ob es jetzt eine Anschlussanfrage für eine Ladesäule ist oder eine Photovoltaikanlage, die dazukommt. Wir erwarten schon eine ganz starke Zunahme an Wärmepumpen, an Sektorenkopplung, auch bis ins Niederspannungsnetz hinein, wo auch die Wärmewende mit in die Energiewende einfließt, also auch sich zum Teil im Niederspannungsnetz abspielen wird, neben den natürlich wachsenden hinzukommenden Ladesäulen, Ladeinfrastruktur und natürlich auch die immer mehr werdenden Einspeiseanlagen. Und das alles spielt sich in einer Ebene ab, von der wir bisher wenig wissen. Als ich als Externer zu den Stadtwerken kam, war ich sehr überrascht darüber, dass man auf Anrufe aus der Bevölkerung angewiesen ist, wenn es darum geht, einen Fehler im Niederspannungsnetz zu detektieren. Und das hat mich so ein bisschen gereizt, zu sagen, okay, die Technologien haben sich sehr stark weiterentwickelt, da können wir etwas tun. Das Bitcal-System arbeitet nach dem zellularen, dezentralen Ansatz. Wir übertragen die Daten nur dann, wenn wir sie brauchen. Wir erfassen vor Ort die Daten sehr hochauflösend. Alle 0,2 Sekunden wird ein Wert generiert. Der größte Teil der Daten bleibt vor Ort, wird verarbeitet. Nur der Quintessenz der Daten wird an die Netzleitwarte übertragen, steht aber auch Planern und Meistern im Netz oder auch im Büro zur Verfügung. Die Daten können also von überall aus, von jedem, der sie braucht, in der Art und Weise, wie er es braucht und wann er sie braucht, abgerufen werden. Mittlerweile liegen wir irgendwo im Bereich zwischen 2 und 3 Stationen pro Tag, die wirklich von 0 auf 100 gebracht werden und sofort Ergebnisse erzeugen. Ein wichtiger Punkt ist eher, mit der Technologie lässt sich Netzausbau vermeiden, schräger nur dadurch führen, wo er wirklich nötig ist. Das heißt, ich kriege jetzt wirkliche Transparenz in mein Netz, in der Nieder- und Mittelspannung, weiß, was passiert hier, kenne die Netzauslastung in Echtzeit, dreiphasig und kann dann sehr gut entscheiden, wo ist wirklich ein Netzausbau nötig. Wir waren auf der Suche nach geeigneten Technologien. Wir haben sehr viele von diesen Niederspannungsanlagen. Dort ist es uns sehr wichtig, eine günstige und kompakte Technologie zu haben, die wir auch hier vor Ort einsetzen können, die den Temperaturen standhält und die auch möglichst flexibel modular ist. So sind wir auf den Wago PFC 200 gekommen. Er erfüllt alle Anforderungen. Er kommt aus der Automatisierungsindustrie, ist für die Fläche geeignet und bringt alle Schnittstellen, die wir brauchen, mit. Und das zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sehen eben in dieser kleinen Fernwirktechnik mit der offenen Linux-Betriebssystem-Plattform einfach ein Tausendsasser. Und daher sind wir uns sicher, ein flexibles System geschaffen zu haben, das es uns ermöglicht, auch zukünftige, zum Teil noch unbekannte Aufgaben zu erledigen. Mit Sicherheit gibt es andere Hersteller, die das auch verfolgen. Meistens kann man dann schon sehen, diese Dinge sind sehr nischenhaft. Jeder hat so seine, wir sagen immer die Schubladen. Ja? Wir brauchen aber einen ganzen Schrank. Und die einzelnen Schubladen sind an manchen Stellen vielleicht nicht so leistungsfähig, wie wir es hier in dem System haben, wo wir wirklich die besten Komponenten, die wir auf dem Markt finden konnten, verbinden und in Summe mit der Software zu noch mehr in der Lage sind als mit den Einzelkomponenten.